Kommen meine Kinder irgendwann nach Hause und sagen, der und der darf schon das und das machen, und ich vergleiche. Also ich bin ein Mensch, der sagt, dass man generell nicht vergleichen soll. Es gibt einige Vergleichsmechanics, die man machen sollte, aber nur, um zu reflektieren, wie gut es einem geht. Das heißt, manchmal kommt bei mir wirklich das afrikanische Kind, muss 5 Kilometer Wasser schleppen, um zu trinken, und das Wasser dann ist noch räudig, und guck, wie gut es uns geht. Also ich bringe meinen Kindern bei, der Wasserhahn ist unser bester Freund. Na, guck mal, ich muss nur so machen und da kommt fucking Wasser raus, Alter. Ich muss dafür nichts tun. Na, und es ist auch noch billig. Also sowas, so eine Bescheidenheit bringe ich denen quasi bei. Und dann, dass man halt nicht vergleichen sollte. Es passiert leider automatisch, Kinder vergleichen nun mal. Der kann schon dies, der kann schon das, der darf jenes. Und das wird natürlich auch manchmal über die Spitze getrieben. Na, da kommt das Nachbarkind und sagt, ich darf schon Filme über 18 gucken. Na, mit 6 Jahren. Das ist natürlich fantastisch. Das nervt. Na, das nervt erstmal so grundsätzlich. Und dann versuche ich den quasi beizubringen, dass man das nicht, dass es einem nichts bringt. Na, dass oft dieser Vergleich einem einfach nichts bringt. Das heißt, wenn wir hier Training machen, das ist für Ben ganz schlimm. Für Ben ist es richtig schlimm, dass Mio mehr Liegestütze kann. Insane. Und man merkt ja auch, dass er nach dieser Aufmerksamkeit natürlich auch geiert. So, was auch viele Kinder grundsätzlich machen. Aber ich sag halt, Mio hat es richtig gut gemacht. Und Ben dann sofort, ich hab das auch gut gemacht. Na, das kommt instant. Weil natürlich ein gewisser Gerechtigkeitssinn da ist. Der ist bei Kindern halt übel ausgeprägt. Na, wenn du 3 Kekse hast, gibst dem einen 2 und dem anderen 1. It's Krieg, Alter. Dann ist sofort BG. Dann ist sofort vorbei. Das ist ja auch fein, so einen gewissen Fairness-Grundgedanken zu haben. Aber wenn es halt so um Leistung geht, dann sollte man immer auf sich selber gucken. Oder das versuche ich dir nicht beizubringen. Deswegen führen wir quasi Liste. Das ist meine Handschrift, by the way. So. Und da mache ich quasi die Liegestütz bzw. Seilspringen. Und dann vergleichen wir immer wieder. Weil die Kinder ja erstmal, die musste ja zulabern, ey. Die Kinder musste ja übel zulabern, um den begreiflich zu machen, wie toll das Leben ist. Na? Das heißt, anstatt Ben appreciated, dass er gar keine Liegestütze kann. Okay? Der Grund war ja, dass das Nachbarskind vorbeikommt oder gekommen ist und dann so 5 Liegestütze gemacht hat. Und natürlich sich dann feiern. Das ist ja auch okay. Du willst dich ja auch feiern. So. Du musst ja irgendwoher dein Selbstvertrauen tanken. Okay? Und dann so, na Ben, Mio, macht ihr mal. Und dann konnten die gar nichts. Das war Anfang dieses Jahres, war das irgendwann. Die konnten natürlich nichts. Naja, sind einfach auf den Boden geklatscht. So, habe ich gesagt, na gut. Ich habe jetzt hier mein Shit. Anfang des Jahres kam das ja alles an. Machen wir jetzt mal. So. Und dann haben wir trainiert und trainiert und trainiert. Und gestern hat Mio und Ben einen neuen Rekord. Na, Mio hat 20 Stück geschafft, also 20 wirklich clean. Und Ben 15. Aber er macht immer so, holt nochmal, macht nochmal wie Pausen dazwischen, so kurze. Aber eigentlich war es auch schon ziemlich gut. So, das heißt, die machen das dann. Und anstatt zu sagen, Alter, das ist super crazy, ist dann Ben traurig, ja, Mio kann mehr. Na, aber normalerweise wäre der richtige Gedankengang, dass er sagt, Alter, das sage ich denen jede Woche. Du bist es peilen. Guck mal, wie viel du konntest vor einem Monat. Deswegen schreibe ich auch das Datum daneben. Guck mal, wie viel du konntest. Ja, gar kein. From zero to hero. Peilt er nicht. Na, deswegen ist immer noch der Vergleich zum Bruder da, anstatt, zum kleinen Bruder wohlgemerkt, anstatt auf sich selbst zu schauen. Wie findest du denn Diana, deine Art von Erziehung? Die findet, also mit vielen Sachen geht ja übelst konform. So. Also sie ist meistens so der Good Cop und ich bin der Bad Cop. So. Das ist das Einzige, aber sonst ist sie halt super, super klug. So. Das heißt, wenn sie eine Sache sagt und sagt, hey Maxim, das ist jetzt aber keine sinnvolle Methode oder das könnte dies und jenes auslösen, dann besprechen wir das natürlich, klar. Na, und dann wird das bei Bedarf geändert. Aber das ist halt so lost. Das mit dem Schwor, also ich meine, das ist so krass, was die für Erfolge machen. Und ich warte jetzt nur, das Einzige, worauf jetzt, also Liegestütz ist ja insane. Na, Liegestütz kriegt jeder gut hin und Mio ist richtig, der ist richtig insane. Der ist hier, der ist ein Klon von mir, okay? Ben kommt übelst nach Diana und Mio ist legit ein Klon. Da bin ich mir sehr sicher, dass da nur 1% von meiner Frau drin steckt. So. Und 99% von mir. Das ist illegal. Naja, sieht genauso aus wie ich. Ne? Als ich ein Kind war, 1:1, der kennt sich ja selber auf meinen Fotos.
Und mir denke, bist du dumm bist. Der kopiert halt alle Eigenschaften so, auch die Emotionalität so. Früher habe ich übel viel rumgeheult. Na, extrem. Na, früher war es so, dass mein Bruder ist hingefallen, hat sich wehgetan, ich habe geweint. Na, weil ich so empathisch bin. Das ist jetzt genauso bei irgendwas. Das ist einfach, er raged übelst krass, so wie ich richtig krass geraged habe in dem Alter. Also unnormal krass. Gestern, oder beziehungsweise mit diesen, ich gucke mir alles vom großen Bruder ab und mach's dann einfach 100-mal besser, ist auch komplett cheating. Habe ich auch nur gemacht. Und wenn im Computer gespielt worden ist, ich saß immer mit meinem Bruder, wir haben nur einen Rechner gehabt, deswegen musste ich mal zugucken, deswegen mag ich Let's Playen so sehr, also auch zuschauen. Ja, ich war es quasi von Natur aus gewohnt. Und wenn irgendwas Schweres im Computerspiel war, ist mein Bruder weggegangen und ich habe weitergespielt. Weil ich mich da reingefetzt habe und durch Learning by Doing und keine Ahnung was und immer wieder abgeschaut habe, wie was funktioniert, habe ich einfach alle Probleme gelöst. Sobald ich Probleme gelöst habe, mein Bruder mich natürlich weggeschubst und dann weitergespielt. Das ist nicht so oft passiert, das ist immer so eine lustige Geschichte, die man erzählt wird, aber im Prinzip war es auch so. Das ist jetzt auch bei anderen Sachen ebenfalls so, dass er das copy-pastet. Das heißt, wenn ich hier trainiere, trainiert man ja manchmal oberkörperfrei, erstens wegen Schweiß, na, und zweitens natürlich wegen Selbstmotivation. Na, wenn ich einfach... Na, das ist halt so. Das macht jetzt Mio auch. Na, weil ich sage, Leute, wir machen heute Training, zieht eure Sportsachen an, kommt er oberkörperfrei hoch. Der kleine Hulk. So, dann machen wir Training. Und dann machen wir natürlich aus Spaß für die Motivation, machen wir immer so, dass wir trainieren. Und dann gehen wir runter zur Mama und machen den hier. Guck mal, Mama. Na, und dann posen wir natürlich. Und sie dann, oh, ihr habt ja so viele Muskeln. Oh, du kannst ja das. Die Jana spielt da natürlich hardcore mit. Ist ja klar. Und dann jetzt kommt aber der Kicker. Jetzt kommt das richtig Retardete. Das ist ja alles noch lustig und hat ja auch was psychologisch sehr Positives. Jetzt trainiert er hier oberkörperfrei und wir haben dort hinten das Fenster zur Außenwelt. Oh, ist das schwer zu zeigen. Holy shit. Das da. Und wie es nachts so ist, ist das natürlich hart am Spiegeln. Das heißt, er trainiert, macht dann seine Sets. Also ich mache dann hier, keine Ahnung. Ich mache hier Bankdrücken und sage dann, ihr macht jetzt Liegestütze, so viel ihr könnt. Oder 5 oder 10 oder was auch immer. Und dann geht er dahin mit seinen 1 Meter und macht so vorm Spiegel. Und guckt sich selbst gern seine Muskeln an. Mit 6 Jahren. Komplett insane. Komplett GG. Komplett lost. Warum? Also ich weiß ja warum. Ich kann es mir ja erklären. Aber das Witzige ist, er nimmt halt, und das ist genau wie ich, er nimmt eine Sache und embrace die des Todes, weil er durch diese eine Sache positives Feedback bekommen hat. Das ist genau wie ich. Geht doch bei einigen Dingen erst übelst langsam vor. Ne? Zum Beispiel, du kannst League of Legends spielen. Ne? Du spielst League of Legends, spielst irgendwelche Champions, hast Spaß. Nee, du spielst League of Legends wie Maxim, du nimmst einen Champion und spielst nur den. Ein Jahr später nimmst du einen anderen und spielst nur den. Und dann irgendwann Season 11 spielst du alles Mögliche und hast Spaß am Spiel. Na, und davor war es nur einer. Das macht er auch bei allen Games. Genau der gleiche Laden. Einfach Copy-Paste. Copy-Paste. Aber das ist cool, weil er weiß, darin bin ich gut. Und daraus schöpft er die ganze... Deswegen motiviert er sich davon selbst, was Ben ja so schwer fällt. Wenn wir hier Training machen, ist halt so, Ben... Oh, noch ein Set. Oh, was sind wir denn mal fertig? Und ich dann so, Alter, guck doch mal, was du geschafft hast, weil wir eben nicht jetzt aufgehört haben. Ich wiederhole nochmal. 1.1. 0 Liegestütze. 5.2. 15. Jetzt muss ich mir das mal sagen. Mir muss man da gar nicht sagen. Mir halt einfach die Schnauzen. Mir sagt einfach nur. Shit. Und macht's. Aber hat schon den Self-Esteem und den Selbstboost für sich selbst gespeichert. Er weiß, wenn ich das jetzt mache, das weiß er wahrscheinlich nicht direkt, das weiß er nur unbewusst. Weiß er. Dann passiert das. Und wenn das passiert, kann ich entweder zu Mama gehen und den machen oder notfalls gehe ich zum Spiegel und mache den. Wir haben ja dann, die sehen ja die ganzen Kindergartenkinder und sowas nicht, deswegen wurden halt Zoom-Calls und so gemacht, ne? Laptop auf und dann siehst du einen Erzieher, noch einen Erzieher und dann noch 2, 3 Kinder. Was macht Mio? Der Zoom-Call ist da, die Erzieherin, alles ist da. Was macht Mio, wenn die Erzieherin fragt, wie geht's dir so im Lockdown? Was macht ihr denn so? Er flext. Nein, er flext nicht. Er hat sich, Gott sei Dank, nicht sofort das T-Shirt runtergerissen und so gemacht. Jesus sei Dank. Aber er hat anders geflext. Er hat den Laptop auf den Boden gestellt und Liegestütz gemacht. Und die Erzieher, oh, aber toll, dass du das kannst. Ja, aber er hat zum Glück nicht geflext. Gott sei Dank. Also Liegestütz ist auch schon weird, wenn alle da so da sitzen und er so. Das ist so stupid. Aber witzig.
leider witzig. Und im Prinzip ist ja egal, woher du es nimmst. Hauptsache, du nimmst dir irgendwoher deine Power. Okay, das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Na, ich kann auch nicht alles. Und manchmal bin ich auch nervös, aber dann denke ich, ich bin der krasseste YouTuber und Streamer. Shut the fuck up, Alter. Ja, und dann gehe ich so, mit so einer breiten Brust gehe ich dann durchs Leben. Aber nur, weil das so ist. Ich bin natürlich noch in anderen Dingen gut. Ja. Aber du musst halt in Dingen gut sein, um andere Dinge, worin du schlecht bist, easy ausgleichen zu können und nicht daran zu verzweifeln. Verstehst du? Die Leute brechen ja zusammen, weil sie eine 4 in der Mathe-Klausur kriegen. Die bringen sich dann ja legit um. Na? Und dann das ist Kacke.